Zum Schluss dieser Sendung möchte ich Ihnen das Tier der Zukunft vorstellen. Unser Vorbild, wenn wir dereinst die Pandemie überwunden haben. Denn dieses Wesen ist das sozialste unter den Säugetieren. Es hat viel und gerne Kontakt zu anderen und passend zum Frauentag, die Erdmännchen werden zumeist von Erdweibchen regiert. Seit heute haben viele Zoos und Tierparks wieder geöffnet, darunter auch der Opel Zoo in Kronberg im Taunus und mittendrin die hessischen Erdmännchen und Alex Jakubowski. Ein kleines bisschen aufgeregt wirkt er schon, Zoodirektor Thomas Kaufels, um kurz vor neun bei den letzten Vorbereitungen. Jetzt gehen endlich die Tore wieder auf. So, dann herzlich willkommen. 4 Monate lang war der Opel Zoo in Kronberg geschlossen. Die Leute haben die Öffnung herbeigesehnt. Familie Ahmed aus Bad Homburg ist extra früh gekommen, um unter den Ersten zu sein. Und das lohnt sich vor allem für den 4-jährigen Ilias. Wow, einen Cutter geben. Da ist aber nicht. Der Zoodirektor ist froh, alles läuft reibungslos. Die langen Schlangen an den Kassen werden schnell kürzer. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Tages und spätestens bis Mitte der Woche hier noch ein paar Stellschrauben drehen müssen. Das wird jetzt nicht alles auf einmal funktionieren. Aber zumindest die Leute schimpfen noch nicht. Also irgendwo scheint es noch zu passen. Familie Ahmed genießt bereits den Spaziergang durch die weitläufige Anlage. Der kleine Ilias war die vergangenen 2 Monate zu Hause und nicht in der Notbetreuung. Jetzt in den Zoo zu können, ist eine Wohltat. Uns ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Wir sind sehr erleichtert. Endlich raus, endlich bewegen. Nicht nur im Wald oder im Feld, wie man es momentan gemacht hat. Endlich wieder Tiere sehen, die Kinder haben was zu staunen. Toll. Opel Zoo in Kronberg, Eschmann, guten Tag. Hinter den Kulissen laufen die Telefone heiß. In der Zooverwaltung häufen sich die Anfragen, wann ist geöffnet, wie wird gebucht. Nein. Immer erst zuerst die Erwachsenen eingeben. Online muss man feste Zeitfenster reservieren. Das ist noch ungewohnt. Das System läuft rund, aber die Besucher sind noch nicht dran gewöhnt, dass sie erst ein Zeitfenster buchen müssen und dann noch ein Ticket buchen müssen. Die Besucher, die sind für den Zoo existenziell. Der Privatzoo bekommt anders als viele andere keine öffentlichen Zuschüsse. Natürlich ist der Betrieb auch während der Corona-Pause weitergelaufen. Tiere mussten gepflegt, die Anlagen instand gehalten werden. Der einzige Unterschied, im Zoo selbst war es ruhig. Die Besucher ausgesperrt. Für die Tiere eine Situation wie normalerweise am Tagesende nach Kassenschluss. Was allerdings eine Sondersituation war, ist, dass über Tag keiner vorbeikommt. Und wenn ich jetzt hier durch den Zoo laufe, im Normalbetrieb, dann beachtet mich kein Tier. Wenn ich aber jetzt mal durch den Zoo laufe und laufe dann an so einem Gehege vorbei, wo jetzt lange keiner war, dann gucken die mich alle an. Aber nicht, weil ich bin, sondern weil sich da was bewegt. Also ich nehme das jetzt nicht persönlich, dass sie mich jetzt hier beachten. Nee, das ist einfach nur, dass da einer vorbeiläuft. Schon nach ein paar Stunden haben sich die Tiere wieder an die Besucher gewöhnt. Viele juckt der Trubel um die Wiedereröffnung überhaupt nicht. Alles ist wie immer. Und Familie Ahmed ist nach rund 2,5 Stunden Rundgang müde, aber begeistert. Er hat gesagt, wir kommen gerne wieder, also hat sich's gelohnt. Kind glücklich, dann ist der Tag gerettet. Nicht nur für den kleinen Ilias, auch der Zoo freut sich.